Wir feiern Weihnachten. Weihnachten fällt nicht aus. Egal wie die letzten Wochen waren, was uns schwer oder schwierig war, was uns gefehlt hat, jetzt feiern wir Weihnachten. Die Adventszeit war anders. Es war ruhiger, weniger Gewimmel und Gebimmel. Ich könnte auch für mich selbst sagen, dass ich bewusster, intensiver auf Weihnachten zugegangen bin. Danach Ausschau gehalten habe, worauf freue ich mich? Weihnachten auf Abstand, das geht eigentlich gar nicht. Das ist ein Widerspruch in sich, weil Gott nicht auf Abstand geblieben ist. Gott ist mit uns, Gott ist uns nahe, deshalb feiern wir ja Weihnachten. Gerade weil in diesem Jahr so vieles anders ist, ist es gut, auf die altbekannten Worte zu hören. Die Weihnachtsgeschichte. Und es begab sich aber zu dieser Zeit. Diese alten Worte erklingen heute überall weltweit. In allen Essener Kirchen werden sie gelesen, in Gemeindehäusern und in manchen Wohnzimmern unterm Weihnachtsbaum. Mit dieser altbekannten Geschichte machen wir uns auf den Weg zur Krippe. Und vielleicht hören wir einige Worte neu und anders dieses Jahr. Der Engel, der sagt, fürchtet euch nicht. Oder der Zuruf, euch ist heute der Heiland geboren. Wir hören jetzt die Weihnachtsgeschichte, wie sie vom Lukas-Evangelium erzählt wird. Und Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sprach der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt als Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir wollen beten. Gott, lass es Weihnachten sein, um uns und in uns. In allem, was uns beschäftigt und wichtig ist, bist du da. Dein Licht leuchtet für uns. Warm erstrahlt es aus der Krippe. Das Licht scheint für uns. Und wir sehen das große Geheimnis. Dich in der Krippe. Ein Kind, dein Sohn, kommt zu uns ganz nahe, zärtlich, einladend. Du bist da, Gott, ganz nahe. Das Geheimnis, der Schöpfer dieser Welt. Umhülle uns mit deinem Licht, deinem himmlischen Licht. Mache uns ruhig in unseren Herzen. Lass uns leben in der Gewissheit deiner Nähe. Amen. Und wir gehen in diese Woche der Weihnachtszeit mit Gottes Segen. Gott segne und beschütze uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns allen seinen Frieden. Amen. Wir wünschen euch und Ihnen allen ein schönes, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Bleibt gesund und behütet.